Moin Pyros und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem XXL-Böller-Vergleich. Ihr liebt die so, ihr kriegt immer mehr davon, wie versprochen. Jetzt schauen wir uns die geilen Böller hier mal richtig schön an. Wir haben einen Viper 1. Dann haben wir von Jorge spanische Rache in Rot, Blau und Grün. Die werden richtig rocken, die sind richtig edel verarbeitet. Dann haben wir den Bomb. Dann haben wir den Scream 3S. Iskra ist auch am Start. Funkschlag 3. Dann haben wir noch richtig schön Jumbo Color Whistling Thunder. Und den PS5. Dann geht's weiter mit Exploder 5. Dann habe ich euch einen richtig schönen Achtung rausgesucht. Das müsste Pyromax sein. Bin ich wirklich drauf gespannt. Des Weiteren von Privatex. Bonbon am Start. 2013er Version. Mittlerweile schon echt selten. Dann geht es weiter mit dem Megatron, auch Spitzenböller. Gorilla Bomb ist auch am Start von Triplex. Dann geht's weiter mit einer richtig schönen der Lovarana, Herz allerliebst. Und wir haben den Hammer, richtig nice, sowie den Exploder 4. Dann haben wir hier noch einen Assorted Flower, richtig schöner Böller. Alarm 3 ist auch am Start, richtig nice. Cobra 3 ist dabei, Scream 1. Und die Super Cobra 6, jetzt wird schon richtig lecker. Des Weiteren haben wir den Danger, richtig schöner Tschechenböller. Und den Extra Cobra 6, einer meiner Lieblingsböller. Dann geht es weiter mit dem Dumbum 30, der rockt schon alles weg. Monster Dumbum ist diesmal auch am Start, like jetzt schon mal dafür. Eine Colpo 45 Spezial haben wir auch mal wieder dabei. Und den Profi Bodenknall 50. Aber ja, das ist schon wirklich richtig special. Dann geht's weiter mit der Super Cobra 7. Richtig lecker. Und den Demon. Die richtig schöne Zwiebel. Sowie den Scream 5. Und die blaue Zwiebel. Die geht schon richtig ab. Die Cobra 8 ist auch am Start. Die Blasio. Und die Viper 12. Richtig schöner Tschechenböller. Und zum Schluss eine Vierer Salutsche. Die wird alles wegrocken. Alles klar, und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Mordra-Böller an. Dann los! Boah, der hatte schon richtig Saft, fängt schon richtig gut an. Jetzt den Jorge, den roten. Spanischer Kracher, El Gato. Nicht schlecht. Für so ein bisschen, da geht er schon ab. Jetzt der blaue, El Gato. Ja, der war ein bisschen schwächer, fand ich. Jetzt der grüne. Alles klar. Der war schon ganz schön stark. Alles klar, jetzt geht's weiter mit dem Bomb. Richtig schöner Tschechenböller. Werf den mal ruhig ein bisschen weiter. Der war ja schwach dagegen. Jetzt haben wir den Scream 3. Der war auf jeden Fall schon wieder stärker. Alles klar. Und jetzt nehmen wir den Funkenschlag 3. Wirklich schöner Böller. Jetzt Jumbo Color Whistling Thunder. Direkt den PS5 hinterher. Der war schon eine ganz andere Hausnummer. Jetzt machen wir den Exploder 5.
der war Specially Wups. Und jetzt nehmen wir einen schönen, Achtung, Pyromax. Konnte sich schon echt sehen lassen, kann man echt nichts gegen sagen. Jetzt den Bonbon vom Privatex. Jetzt bin ich drauf gespannt, ob er verpufft oder nicht. Ja, den haben wir schön geschüttelt. Alles klar, und hier geht direkt weiter mit dem Megatron. Ja, auch schön geschüttelt. Sollte auch nicht verpuffen. Ah, schade. Ist verpufft. Kann passieren. Jetzt der Gorilla-Bomb. Wow, der ging schnell an. Und jetzt werden wir direkt den Delovarana dagegen machen. Der sollte schon einiges können. Wirklich. Ich glaube nicht. Oh. Ich konnte nicht an ihn glauben. Er ist direkt verpufft. Egal, es geht weiter. Wir machen den Hammer. Jetzt bin ich wirklich drauf gespannt. Gau! Was der so kann. Ich glaube, der geht schon gut ab. Ja, könnte besser sein. Jetzt bin ich mal drauf gespannt, was der Exploder 4 dagegen kann. Denn der kann normalerweise jede Menge. Wirfst du den bitte an dieselbe Stelle immer? Da ist der Vergleich besser. Oh ja, eine ganz andere Hausnummer. Jetzt Funke, Assorted Flower, Chrysanthemum. Wow, der hatte richtig Saft. Dagegen machen wir jetzt direkt den Alarm 3. Aber ja. Echt nicht schlecht. Jetzt den Cobra 3 dagegen. Italien gegen Deutschland. Den Blasio Elio. Oh, der war eine ganze Ecke härter. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Super Cobra 6. Alles klar, jetzt bin ich echt drauf gespannt, was die schon kann. Gib alles. Boom. Mann, ist die langsam. Boah, was eine Rauchentwicklung. Und es geht direkt weiter mit dem Danger. Tschechenböller. Los, jetzt will ich mal richtig böllern hier. Die Bobs, das war schon echt nice. Jetzt die extra Cobra 6. Boah, jetzt bin ich echt gespannt, was die da gehen kann. Boah, hat alles getoppt. Jetzt den Dummbum 30. Komm her, ich will jetzt hier richtig füllern. Es soll jetzt hier abgehen. Like jetzt schon mal dafür, Freunde. Wenn ihr mehr solche Actions sehen wollt. Monster-Dummbums am Start. Los! Colpro 45 Spezial. Hat bis jetzt alles gerockt. Jetzt machen wir die Super Cobra 7. Los!
und direkt den Dämon hinterher. Eine schöne Zwiebel. Lecker Schmecker. Und jetzt Scream 5. Auch eine schöne Zwiebel. Der war doch saftig. Und jetzt die blaue Zwiebel. 100 Gramm. Wackelt die Butze und die Cobra 8 dagegen. Los, jetzt will ich sehen, was sie kann. Schmeißt sie schon fast in den Wald, ey. Boah, was ein Atompilz. Da leider der ABR und die Viper 12 nicht angegangen sind, werde ich sie jetzt mit der Silo-Shell nachzünden. Alles klar. Und dann würde ich sagen, Zündung. Und mach es auf keinen Fall nach.